Mit dem Ende der Sowjetunion suchen sie Freiheit und ein besseres Leben. Russlanddeutsche. Das Tor nach Deutschland muss für die Russlanddeutschen offen bleiben. Für viele Einheimische sind sie Russen. Das weckt Vorurteile. Ein sehr verbreitetes Stereotyp war, das sind alle Säufer, das sind Kriminelle, die leben isoliert, die machen nur ihr eigenes Ding. Es sind Millionen. Und ihre Integration gilt als Erfolgsgeschichte. Erst in jüngster Zeit zeigen sich Risse. Putins Russland und der Westen sind auf Konfrontationskurs. Das stürzt viele Spätaussiedler in Identitätskonflikte. Gegen Russland hetzen, kann man es nennen, gegen Russland aufrüsten. Das Misstrauen gegen westliche Medien wächst. Propagandavorwürfe auf beiden Seiten. Wollt ihr uns verarschen, verdammt nochmal? Klar, wenn jetzt Russland irgendwie schlecht gemacht wird, dann kratzt das ein bisschen am Stolz. Zwischen alter und neuer Heimat. Zwischen Russland und Deutschland. Ostermontag in Dresden. Friedensaktivisten gegen vermeintliche Kriegstreiber, die NATO, Mainstream-Medien und den Kapitalismus. Sergej Filbert ist 5 Stunden gefahren. Er will für Druzhba werben, Freundschaft mit Russland. Druzhba ist halt ein universelles Wort, also das ist einfach Freundschaft und zwischen Freunden kann ja auch keinen Krieg geben. 2002 kommt Filbert als Spätaussiedler nach Deutschland. Die Politik der Regierung Merkel bringt ihn in Rage. Gegen Russland hetzen, kann man es nennen, gegen Russland aufrüsten, im Rahmen der NATO-Verbände Soldaten an die russische Grenze schicken, also deutsche Soldaten an der russischen Grenze. Die Friedensmahner von heute sind eine eher kleine Truppe, kein Vergleich zu den Hunderttausenden, die in den 80er Jahren auf die Straße gingen. Redner heute ist Dirk Pohlmann. Ein Aktivist, der die USA für Kriegstreiber hält und gern Interviews für RT gibt, den staatlichen russischen Auslandssender. Die hatten keine richtigen Vorstellungen, wie das funktionieren sollte. Die militärische Option ist die Denkweise der Amerikaner. Das heißt, aus amerikanischer Sicht ist Krieg ein sehr lohnendes Geschäft. Pohlmann glaubt, die westlichen Medien seien nicht neutral, sondern Propagandainstrumente der NATO. Pohlmann und Sergej Filbert kämpfen für die gleiche Sache. Der Servicetechniker für Kaffeeautomaten ist ein einflussreicher YouTuber. Ein Klick-Multimillionär im russischen Internet. Eine Stimme aus Deutschland, die auch Stimmung macht für Russlands Sicht der Welt. Ein stressiges Wochenende für Jessica Müller. In Altenkirchen laufen die Jahresshows der Tanzschule Let's Dance. Viele der Kinder und Jugendlichen hier haben russlanddeutsche Eltern. Tanzen gehört zur Familientradition. Also ich muss sagen, meine Mama ist früher auch selber tanzen gegangen. Und ich glaube, das war dann halt auch einfach normal, dass ich dann auch tanzen gegangen bin. Und auf jeden Fall auch die russische Folklore ist dann noch mal was Schönes für sie, weil die da auch die Ahnung haben von den Tänzen, weil die das ja selber getanzt haben, als sie jung waren. Jessicas erstes Solo. Viktor Scherf, Chef der Tanzschule, ist einer, der Integration lebt. Er setzt gleichzeitig auf Folklore, Tango und Modern Dance. Jessica tanzt, seit sie 6 ist. Die meisten Mädchen, die mit ihr angefangen haben, sind nicht mehr dabei. Freude am Tanz und Leistungsbereitschaft, das hängt bei Jessica auch mit der Herkunft der Eltern zusammen. Also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass
Die Kinder mit einem russischen Hintergrund, würde ich jetzt mal so sagen, dass sie ein bisschen strenger erzogen werden und vielleicht nicht dann gesagt wird, willst du mal heute zu Hause bleiben, dass sie dann sagen, nein, du bleibst da dran, du gehst jedes Mal dahin. Also ich persönlich hatte auch nie so einen Fall, wo ich mal gesagt habe, ich will nicht zum Training kommen, aber meine Mama hätte niemals gesagt, nee, dann bleibst du heute zu Hause. Die hätte gesagt, du musst gehen. Eine junge Frau, der Wege offen stehen, von der ihre Eltern und Großeltern nur träumen konnten. Über Generationen sind die Russlanddeutschen Spielball der großen Geschichte. Sie beginnt mit der Zarin Katharina der Großen, die deutsche Bauern und Handwerker 1763 als Kolonisten nach Russland lockt. Zehntausende machen sich auf den Weg. Zunächst an die Wolga. Versprochen sind weitgehende Selbstverwaltung, Berufs- und Religionsfreiheit. Anfang des 20. Jahrhunderts siedeln Russlanddeutsche dann auch am Schwarzen Meer und im Gebiet der heutigen Ukraine. Mit dem Ersten Weltkrieg geht diese Ära abrupt zu Ende. Die kommunistische Revolution bringt auch den deutschen Siedlern Terror und Elend. Die Russlanddeutschen erleben die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, Kirchenschließungen, Hungersnöte und politische Säuberungen. Im Zweiten Weltkrieg wird ihre Geschichte zum Albtraum. Alle Deutschstämmigen gelten plötzlich als Faschisten. 1941 lässt Stalin 900.000 Deutsche aus dem Südwesten der Sowjetunion deportieren, nach Kasachstan und Sibirien. Sie verlieren ihr Hab und Gut, landen in Sondersiedlungen oder schlimmer noch in Arbeitslagern. Bis zu 150.000 Russlanddeutsche kommen zu Tode. Auch nach dem Untergang von Hitlers Reich dürfen die Russlanddeutschen nicht in ihre alten, fruchtbaren Siedlungsgebiete zurück. Für immer mehr von ihnen wird jetzt Westdeutschland zum Sehnsuchtsort. Erst mit Gorbatschow wird der Weg frei. Im Sommer 1989 feiert die Jugend in Moskau Musiker aus dem Westen. Dann fällt die Mauer in Berlin und die deutsche Teilung geht zu Ende. Die Russlanddeutschen machen sich zu Hunderttausenden auf den Weg. Sie treffen auf eine Gesellschaft, die so ganz anders ist als in der Sowjetunion. Am Ende kommen mehr als 2 Millionen in die Bundesrepublik. Garl bei Kloppenburg. Das Haus von Viktor Jans, Geschichtslehrer aus Kasachstan. Damals in seiner neuen Heimat ohne Aussicht auf eine Stelle, aber dennoch am Ziel. Und ich kann die ganz genau mich noch an das Gefühl jetzt erinnern, im Jahre 94, als wir nach Deutschland kamen, was wir damals so verspürt haben. Man hat so ein Gefühl gehabt, rund um dir ist alles hell. Der Ex-Lehrer fängt als Handlanger am Bau neu an. Er wird Mitglied der CDU, deren Kurs ihn heute enttäuscht. Noch enttäuschender findet er Sympathie für Putin. Wir haben jahrelang unter Kommunisten gelitten. Ja, wir sind von dem kommunistischen Regime geflohen, ja, nach Deutschland, in die Demokratie. Und nach ein paar Jährchen auf einmal vergessen wir die ganzen Gräueltaten. Der Großvater von Viktor Jans stirbt in einem sowjetischen Arbeitslager. Aschaffenburg. Werkstattleiter Sergei Filbert bei der Arbeit. Ein Kaffeeautomat muss repariert werden.
Wie andere nebenbei Radio hören, verfolgt Filbert Posts in sozialen Netzwerken. Politisiert hat ihn der Ukraine-Konflikt, über den er sich auf Russisch informiert. Meine Hauptinformationsquelle aus Ukraine ist der ukrainische Blogger und Journalist Anatoly Shary. Der hat in 3 Jahren 2,1 Millionen User im YouTube von null auf und über 2,6 Milliarden Klicks. Also es ist schon erstaunlich. Das ist sogar auch mehr als bei Russia Today. Um die Ukraine tobt eine Propagandaschlacht. Filbert ergreift Partei für Moskau und wird dafür kritisiert. Es ist schon erstaunlich, was die Leute so alles schreiben, aber das Krasseste war, dass ich ein Putin-Agent bin, dass ich ein Millionär bin und gar kein Techniker für Kaffeemaschinen und 2002 hier eingeschleust worden bin, von russischen KGB quasi, oder obwohl ich mein Brot immer hier verdiene. 70.000 Kilometer pro Jahr fährt er im Außendienst. Sein Start in Deutschland ist schwer. In Sibirien sind die Filberts Bauern. Sergej will Anwalt werden, besucht ein Berufskolleg. In Deutschland angekommen, muss er neu anfangen. Ich habe einfach gearbeitet und mich nach vorne bewegt, wollte die Sprache lernen und nach vorne geschaut und die Familie versorgt. Mehr war es nicht. Also ich habe wirklich gesagt, keine Zeit mehr, da viel Gedanken zu machen, ob mir gut geht oder schlecht. Ich habe einfach gearbeitet. Osnabrück. Migrationsforscher Yannis Panayotidis hält die Integration der Russlanddeutschen für eine ökonomische Erfolgsgeschichte. Der wichtigste Indikator für Integration ist zunächst einmal die wirtschaftliche Integration, die Integration in den Arbeitsmarkt. Und da haben die Russlanddeutschen inzwischen sehr gute Werte. Ihre Beschäftigungsquote ist deutlich gestiegen. Von 54,1% 2007 auf 68,2% 2018. Höher als bei einheimischen Deutschen und höher als bei italienischstämmigen oder türkischstämmigen Arbeitnehmern. Allerdings liegen Russlanddeutsche bei der Hartz-IV-Quote mit 4,6% doppelt so hoch wie Einheimische. Ein Problem, das sie mit allen Migrantengruppen teilen. Sergej Filbert hat seine Hartz-IV-Zeit hinter sich. Seine erste Ehe ist gescheitert. Filberts zweite Frau kommt aus der Ukraine. Eine Patchwork-Familie. Die kleine Anastasia ist Filberts zweites Kind. Die fast erwachsene Tochter aus erster Ehe lebt bei der Mutter. Die Zeit mit der Familie ist knapp, denn ständig ruft das Internet. Putin, den wollt ihr haben. Ja, klar. Gleich der Superstar des Abends. Filbert betreibt den YouTube-Kanal Golos Germanii, Stimme Deutschlands. Dort posten er und sein Team Videos aus Deutschland in russischer Übersetzung. Heute bearbeitet er Dirk Pohlmanns Rede in Dresden gegen die vermeintliche Kriegstreiberei der USA. Мы единственные, кто способны посредством своей военной силы контролировать все остальные страны. Das Übersetzen dauert Stunden. Ja, in 4 Jahren haben wir mit meinem kleinen Team so um die 650 Videos übersetzt. Und es sind Tausende von Stunden, wenn es nicht Zehntausende von Stunden. Und ich habe quasi jetzt die letzten 4 Jahren null Urlaub, null Wochenende und null Feierabend gehabt, weil ich habe nur gearbeitet. Aber das ist mein Leben. Filbert hat über 300.000 Abonnenten. Die Zahl der Klicks geht in die Millionen. Also am meisten haben natürlich Klicks Videos, die aktuelle Themen damals waren, Ukraine oder Syrien. Aber auch Videos mit Politikern sind auch sehr beliebt. Sarah Wagenknecht hat Millionen Klicks. Und dann auch noch, was sehr interessant ich finde, die Satiriker, die Anstalt zum Beispiel. Und die haben auch alle Millionen Klicks. Für seinen Kanal wählt er gezielt Inhalte aus, die kritisch über die Bundesregierung oder positiv über Russland berichten.
Das ist auch Arbeit für den Frieden und das ist auch eine Arbeit, um einfach in Russland Menschen zu zeigen, dass in Deutschland auch eine andere Stimmen sind, das verbindet. Zurück in Altenkirchen. Viktor Scherf vor der Abendgala. Als er ankommt in Deutschland, hat er 130 Mark in der Tasche. Heute führt er eine Tanzschule mit 600 Schülern. Natürlich. Ich habe gehört, ich kenne die Leute. Wenn ich wieder komme nach Deutschland, lege ich mich auf dem Couch und sage, ach, ich bin ein armer Mensch. Ich bin aus Russland nach Deutschland gekommen. Und keiner kommt zu mir mit dem Brot Salz und sagt herzlich willkommen. Nein, ich sage immer, Leute, aufsteigen von dem Couch, arbeiten und versuchen, mit anderen Leuten zu kommunizieren und gegenseitig nehmen und geben, sagen wir so. Dann klappt es schon. Scherfs Showtanzformation vor den Proben. Jessica sortiert ihre Outfits. Vor den jungen Frauen liegt ein halbes Dutzend Tanznummern. Jana, und Sprung! Daniel, 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 Haltung bitte! Und zack, zack, schöne Hand, Hand! Scherf gilt als streng und aufmerksam. Und Vorsicht, 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 Vorsicht! Oi, 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 oi. In der Regie seine Nichte. Ein Familienunternehmen. Bei Russlanddeutschen ist die Show besonders beliebt. Eine ältere Dame, die war wirklich über 80, war bei dem Auftritt einmal, bei dem Wettbewerb. Und nach dem Tanzen kommt sie zu mir und sagt, ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie haben mir noch mal dieses Gefühl gegeben, glücklich zu sein. Es scheint paradox. Aussiedler, die als Deutsche über Generationen in Russland ausgegrenzt waren, schwelgen heute ausgerechnet in Kasatschok-Nostalgie. Eine Sehnsucht, die viel mit der westlichen Gesellschaft zu tun hat, in der Familie und Tradition nicht die Bedeutung haben wie früher. Dabei leben die meisten Spätaussiedlerfamilien kaum anders als der Bundesdurchschnitt. Russlanddeutsche Familien haben statistisch 1,75 Kinder. Nur leicht mehr als der Schnitt der Gesellschaft. Gleichauf türkischstämmige Familien. Spitzenreiter sind aus dem Irak eingewanderte Familien mit 2,41 Kindern. Die Vorstellung, die gerade in den 80er, 90er Jahren auch in der Bundesregierung zum Teil sehr präsent war, dass dort jetzt exemplarische Deutsche mit traditionellen Werten, strengem Glauben und vielen Kindern kämen, die wurde dann doch relativ schnell enttäuscht. Auch die Scheidungsrate von 7,2% bei Russlanddeutschen liegt nur wenig niedriger als in der Gesamtbevölkerung. Für viele Ehen ist der Neustart mit Belastungen verbunden. Belastungen, die auch im Scheitern enden können. Pforzheim, Sozialsiedlung am Eutinger Talweg. Auch Igor Negulajew hat hier gewohnt. Ein Russlanddeutscher, der den Einstieg in Deutschland nicht geschafft hat. Hier wohnen ja viele Russen. Den Alex kenne ich gut von da drüben. Und viele Russen hier. Für Igor ist es ein Gang in die Vergangenheit. Den einen oder anderen kennt er noch. Alles so Schicksal, die hier wohnen. Ich gehöre auch dazu. Also, gut, alles gut. Dir auch. Negulajew kommt 1991 nach Deutschland mit 22. Er findet keinen Anschluss, trinkt, verliert den Job. Das war wirklich ein Aufstieg. Das ist so Untergrund. Quasi, so wie man in Filmen zeigt, dass irgendwo in Kanalisation Menschen leben, so war das Leben auch hier. Wurde viel getrunken, viel Streit gab es, man hat viel gestohlen. Und ja, die Polizei war oft auch hier. Das war nicht schön.
Gegenteil von dem, was man geträumt hat, war das. Nikolajew gerät in einen Teufelskreis von Sucht, Kriminalität und Konflikten mit seiner Familie. Ja, man wird zum Außenseiter und je älter wird man, desto schwerer ist ein Schluss zu, weil ich habe ja nichts und bin Alkoholiker dazu. Und solche Gleichgesinnte zu finden, ist nicht schwer. Nur dadurch, wenn man es findet, kommt man sehr schwer raus. 1997 muss Igor Nikolajew erstmals in Haft, verbunden mit einer Therapie. Es folgen weitere Abstürze und Gefängnisstrafen. Insgesamt habe ich siebenmal gesessen und insgesamt 4,5 Jahre. Und in diesem Gefängnis, da habe ich für eine Tankstelle habe ich beklaut und einmal Widerstand geleistet. Das war zusammen 4 Monate. Und da wurde mir Bewährungswiderruf 6 Monate. Ich habe war betrunken und habe Blackout gehabt und habe meine Ehefrau fast erwürgt. 7 in Nordrhein-Westfalen. Alltag statt Showtime für Jessica Müller. Sie studiert Biologie und Sozialwissenschaften. Ich habe jeden Tag gehört, Schule ist das Wichtigste, ist Nummer 1, du musst alles geben. Das prägt dich. Also, dann wirst du irgendwann arbeiten gehen und da wird sich herausstellen, als was du arbeiten gehst. Und du willst gut Geld verdienen. Du sollst nicht abhängig von einem Mann sein. Du musst selber Geld verdienen können, um dich alleine zu versorgen. Das habe ich so eigentlich jeden Tag immer gehört von meinen Eltern. Die 22-Jährige will Lehrerin werden. An ihre Schulzeit, als Lehrer ihr Deutsch kritisieren, erinnert sie sich gut. Doch sie hat zielstrebig an ihrer Zukunft gearbeitet. Also wenn man auf einer Familienfeier ist, dann erzählen die direkt, ja, die studiert Lehramt. Und da ist schon ein bisschen Druck, der auf einem lastet, muss ich sagen. Weil da hat man vielleicht auch Angst, dass man es vielleicht nicht schaffen könnte. Aber immerhin ist man sozusagen die Erste aus der Familie, die studieren geht. Die Tanzschule von Viktor Scherf. Überall Pokale, die seine Tanzgruppe bei Wettbewerben gewonnen haben. Die Mutter sieht es nicht gern, dass ihr Sohn Tanz studiert. Er selbst aber glaubt an sich und geht seinen Weg. Es war riesige Arbeit, nicht nur für mich, aber für ganze meine Verwandtschaft. Nicht nur Geschwister, auch Cousine, Cousins haben alle mitgeholfen. Sagen wir so, es war riesige Arbeit für uns alle, bis heute noch. Ja? Alle zusammen haben wir das auf die Beine gestellt. Scherf, ein Deutscher, der das Russische in seiner Seele nicht verdrängt. Genau wie seine Schülerin Jessica. Sie genießt die Chancen, die ihr Deutschland bietet. Gleichzeitig bleibt sie geprägt von ihren russischen Wurzeln. Früher war das doch immer in der Schule so, dass immer alle Putin schlecht gemacht haben. Ja, dann wird man direkt mit Putin in Verbindung gesetzt, obwohl ich ja hier in Deutschland lebe und nicht in Russland lebe. Deshalb ist so Politik für mich ein schwieriges Thema. Solange kein Krieg ausbricht, ist alles gut. Klar, wenn jetzt Russland irgendwie schlecht gemacht wird, dann kratzt das ein bisschen am Stolz. Aber dass ich mich da jetzt jeden Tag damit beschäftige, mache ich jetzt nicht. Berlin, Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Hier leben viele Russlanddeutsche. Erntefest in Alt-Marzahn. Medina Schaubert ist Russlanddeutsche. 1997 kommt sie aus Kasachstan nach Berlin. Sie ist Vorsitzende der CDU Marzahn. Wenig Betrieb am Infotisch. Zu der CDU geht man nicht hin. Linke und AfD sind stark in Marzahn. Viele hier fühlen sich abgehängt.
von CDU und Kanzlerin vergessen. Anfangs wollte man mit uns beispielsweise gar nicht reden und es wird von Jahr zu Jahr besser und da freuen wir uns darüber. Um die 35.000 Russlanddeutsche leben in Marzahn und Hellersdorf, in alten DDR-Plattenbauten, die nach der Wende massenhaft leer stehen. Am Anfang werden die Kinder der Spätaussiedler ausgegrenzt und die Älteren als Rivalen gesehen, um Jobs und Geld vom Staat. Medina Schaubert hat die feindselige Stimmung nicht vergessen. Ich habe das in Hellersdorf erlebt, dass zum Beispiel mein erstes Silvester in Hellersdorf lief so ab, dass man uns Böller an den Kopf geworfen hat und geschrien hat, Russen raus oder Russenschweine. Und diese ersten Eindrücke, glaube ich, sitzen nach wie vor sehr tief. Medina Schaubert ist damals 11 Jahre. Kurz zuvor in Kasachstan hatte man sie noch als Deutsche beschimpft. Ich glaube, viele Russlanddeutschen haben sich in feste Parallelgesellschaften zurückgezogen und teilweise vielleicht auch ganz bewusst. Wir hatten ja wirklich eine Lage irgendwann, wo man wusste, welche U-Bahn-Linie gleich gerade in Moskau gebaut wird, aber man wusste eben nicht, wieso die Straße vor der Nase irgendwie aufgegraben ist oder ähnliches. Und das wandelt sich gerade. Das Verständnis zwischen Angekommenen und Alteingesessenen wächst nur langsam. Und es gibt Rückschläge. Jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Nun belastet also auch noch eine Vergewaltigung die deutsch-russischen Beziehungen. Besser eine angebliche Vergewaltigung. Der Fall Lisa. 2016 in Berlin. Ein russlanddeutsches Mädchen, 13 Jahre alt, wird vermisst. Es soll entführt und vergewaltigt worden sein. Von Migranten. In ganz Deutschland gehen Spätaussiedler auf die Straße. Die Stimmung ist so hochgekocht und diese Stimmung haben auch insbesondere radikale Kräfte versucht für sich zu gewinnen. Es gab Aufrufe von Rednern, die gesagt haben, lasst uns jetzt nicht hier rumstehen, lasst uns direkt zu den Flüchtlingsheimen ziehen und da den Menschen zeigen, wo es lang geht, was Ordnung ist und so weiter. Also insofern war das schon eine sehr, sehr chaotische und gleichzeitig angespannte Situation. Der Fall wird zum Verwirrspiel. Im Internet und im russischen Staatsfernsehen werden Gerüchte gestreut. Deutsche Behörden hätten versucht, die Wahrheit zu vertuschen. Russlands Außenminister schlägt in die gleiche Kerbe. Er mahnt vor der Weltpresse Aufklärung an. Ich hoffe, dass diese Probleme nicht unter den Teppich gekehrt werden und dass sich solche Fälle wie mit unserem Mädchen Lisa nicht wiederholen. Die Wahrheit ist, Lisa traut sich wegen Schulproblemen nicht nach Hause. Die Entführung hatte sie erfunden. Ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit hat nicht verstanden, dass die Russlanddeutschen ein solches Misstrauen gegenüber dem Rechtsstaat aufweisen. Und hinzu kommt noch mal der persönliche Frust, den die Russlanddeutschen über Jahrzehnte teilweise aufgebaut haben. Und der Mix aus diesen Fakten bzw. aus diesen Gegebenheiten hat dazu geführt, dass die Menschen auch diesen Fall als eine Art Ventil betrachtet haben für alles, was ihnen auf der Seele brannte. Der Satz, wir waren dort die Deutschen und hier sind wir die Russen, den hört man immer wieder und das ist sozusagen das zentrale Trauma, wenn man so möchte, die zentrale Enttäuschung, die die Menschen erlebt haben. Eine zweite Enttäuschung bestand darin, dass viele von denen, die Bildungsabschlüsse mitbrachten, diese nicht anerkannt bekamen und damit verbunden dann eben auch eine mangelnde Anerkennung des Geleisteten, der Lebensleistung. 3 Monate sind vergangen. Sergej Filber zählt gut 100.000 Klicks für Dirk Pohlmanns anti-amerikanische Rede. Das ist okay, aber kein Superhit. Filberts Stimme Deutschlands versteht sich als Kanal, der die vermeintlich einseitige Berichterstattung der westlich-liberalen Medien gerade rücken will. Ähnlich wie KenFM, Nur Wieso oder Eingeschenkt TV. Internetplattformen, die NATO-kritische,
zum Teil antikapitalistische und antiliberale Botschaften verbreiten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Sergej Filbert. Herr Filbert, ich habe mich selten auf einen Gast so gefreut wie auf Sie. Das freut mich. Filberts Übersetzungen haben KenFM auch in Russland bekannt gemacht. Über soziale Medien verlinkt Filbert Inhalte von RT Deutsch, ein Internetableger des russischen Staatsfernsehens. Auch RT Deutsch inszeniert sich als Enthüllungskanal. Kritiker sehen den Programmauftrag eher im Bereich Desinformation und Kreml-Propaganda. Berlin, Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Tatjana Golova erforscht das Kommunikationsverhalten postsowjetischer Migranten. Der Beamer projiziert Social-Media-Verbindungen im russischen Internet. AfD-Anhänger, ukrainische Separatisten, Sarah Wagenknecht-Fans. Mit dabei Golos Germanii von Filbert. Golos Germanii inszeniert so ein anderes Europa. Das heißt, sie verstärken nochmal die Kritik, die in russischen dominanten Diskursen an Europa geäußert wird, an diesem Projekt Liberales Europa. Und das soll dadurch noch eine Bedeutung gewinnen, weil es eben von Europäern selbst vorgetragen wird. Ich würde sagen, Golos Germanii hat einfach große Übereinstimmung mit diesen Staatsdiskursen. Seit April 2014 herrscht Krieg in der Ostukraine. Regierungstruppen gegen Separatisten, die mit Moskau verbündet sind. Schreckensbilanz bis heute, 13.000 Tote. Ein Auslöser ist die Maidan-Revolution in Kiew, die das Land mehr nach Westen ausrichten will. Als die pro-russische Regierung stürzt, greift Moskau ein. Soldaten ohne Hoheitszeichen besetzen die Halbinsel Krim. Der blutige Konflikt ist auch ein Informationskrieg. Wer ist im Recht? Der Westen, der Russland die völkerrechtswidrige Annexion der Krim vorwirft? Oder Russland, das den Maidan-Aufstand als vom Westen inszenierten Angriff auf seine Sicherheit sieht? Ein Konflikt, der polarisiert. Auch die Russlanddeutschen. Die Ukraine-Krise und Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass Identität von Russlanddeutschen problematisch geworden ist, weil diese Identität sich ebenfalls auf Russland und Deutschland bezieht. Und es gibt auch Einwanderer aus Ukraine. Filbert steht im Ukraine-Konflikt auf Seiten Moskaus. Als Propagandist sieht er sich nicht. Man kann das betrachten, wie man will. Man kann alles Propaganda betrachten. Jede Meinung ist eine Propaganda, wenn der andere das nicht teilt und der andere das ihm teilt und quasi ja, ihm beeinflusst. So verwischen im Propagandakrieg die Grenzen zwischen Fakten, Meinungen und Fälschungen. Russlands Staatsmedien verbreiten die Sicht des Kremls. Für viele Russlanddeutsche eine wichtige Informationsquelle. Doch was bedeutet das für ihre Haltung zur Demokratie? In einer Studie bezeichnen sich 66% der befragten Russlanddeutschen als zufrieden mit der Demokratie. Bei der letzten Bundestagswahl liegt die Wahlbeteiligung der Russlanddeutschen bei 58%. 18 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt. Und auch weniger als die türkischstämmigen Deutschen. Bei den Russlanddeutschen gibt es einen Teil der Gruppe, der eben stärker auf Russland orientiert ist, stärker die russische Sprache gebraucht, russische Medien konsumiert. Das ist allerdings keine Mehrheit. Und selbst die sind keine völlig abgeschottete Parallelgesellschaft, sondern befinden sich natürlich auch immer im Dialog mit der deutschen Gesellschaft, die ja aus ganz verschiedenen unterschiedlichen Gruppen, Milieus, Klassen und so weiter besteht. Ina Menzer mag das Scheinwerferlicht.
Ihr halbes Leben lang hat sie dafür gekämpft. Als Zehnjährige kommt sie aus Kasachstan nach Deutschland und fasst schnell Fuß über den Sport. Ja, wieder schön gemacht von Ina Wenzel. Schöner Treffer, die linke am Kopf von Goda Deli Deite. Und die wird angezählt, die muss zu Boden. Szenen aus dem Jahr 2013. Jetzt hat sie die Möglichkeit, diesen Kampf schon in Runde 3 zu beenden. Fast 5 Jahre lang ist Ina Menzer Weltmeisterin. Auch diesen Kampf, ihren letzten, gewinnt sie. Den Kampfsport habe ich in Deutschland für mich entdeckt. Ich war damals 10, 11 Jahre alt, denn ich habe damals die Filme von Jackie Chan und Jean-Claude Van Damme habe ich verschlungen. Meine Eltern haben mir den Wunsch damals nicht erfüllt. Und 2 Jahre später hatte ich eine heftige Auseinandersetzung mit einer Mädchengang. Und daraufhin meinte mein Vater so, du lernst dich jetzt zu verteidigen. Und so fing alles an. Ina Menzer beim Boxclub Traktor Schwerin. Die Ex-Weltmeisterin auf Stippvisite. Michael Timm, Menzers ehemaliger Profi-Coach, trainiert heute den Boxnachwuchs. Viktor Jurg ist einer von Tims Hoffnungsträgern. Training bis zur Erschöpfung. Klapp, klapp! Pause. Das war immer meine Lieblingsaufgabe. San sagt mir Spurz. Oh, das war zum Kotzen. Der ist 19 Jahre alt, der Kleine. Der Kleine, hm? Ja. Ist dieses Jahr U22 Vize-Europameister geworden. Ja. Seine Mutter ist eine Kasachin. Kasachin. Hm. Was soll ich noch sagen? Kann doch nur stark sein. Kann doch nur stark sein. Kasachin kann sie nicht sein, sonst würde er ein bisschen kasachisch aussehen. Doch, Mama ist Kasachin, ne? Sie ist da geboren, aber wir haben doch deutsche Vorfahren. Ja, ah, ja. Also die gleiche Geschichte also, wie bei mir. Ja. Gleiche Geschichte wie bei Ina. Viele bringen Disziplin und Leistungswille mit nach Deutschland. Als Menzer ankommt, spricht sie kaum Deutsch. Sie büffelt Vokabeln auch außerhalb der Schule. Die neue Heimat hatte sie sich eigentlich anders vorgestellt. Ich war damals ein Kind und hatte das Bild von Deutschland, dass hier alles im Überfluss ist. Man lebt hier in einer Art Schlaraffenland und es wächst hier alles auf Bäumen. Hier angekommen habe ich natürlich realisiert, dass das lange nicht so ist. Sie muss kämpfen, vor allem 2008. Eine aufgeplatzte Augenbraue im WM-Fight gegen Sandy Zaguris. Die Gegnerin hat damals mit Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt und wollte den Kampf so schnell wie möglich beenden und damit für sich entscheiden. Ich weiß noch, wo das Kind kam und sie immer noch rumgewischt hat und. Aber das hat sie nicht interessiert. Die hat gedacht, du tust mir nichts. Und hat weiter geballert, ne? Weiter geht's weiter. Ich wollte unbedingt gewinnen, denn das war mein erster Hauptkampf und da musste ich einfach glänzen. Das war für mich eine Riesenchance, worauf ich jahrelang hingearbeitet habe. Ein Sieg, der sie auf die Titelseiten bringt. Erzielt mit Fleiß und Willen. Das Aussiedlerkind kämpft um gesellschaftlichen Aufstieg. Aber sie wollte unbedingt ihr eigenes Auto haben, hat sie gesagt, okay, dann mache ich einen Führerschein. Und hat dann auch ihr Traum vom eigenen Haus gehabt. Und ich denke mal, dass das auch jahrelang auch mit einer Motivation war, irgendwann mein eigenes Haus zu haben. Okay, ich habe jetzt die Chance, das Geld zu verdienen, wenn ich erfolgreich bin. Jeder kann es schaffen, das ist ihr Credo. Mit Tüchtigkeit und dem nötigen Glück. Der Sozialarbeiter Viktor Fritz vom Bezirksverein für Rechtspflege Pforzheim betreut Igor Negulajew seit 5 Jahren. Heute ist Igor trocken. Die beiden besuchen einen Bekannten Negulajews in einer Männer-WG. Igor hat bis vor gut einem halben Jahr hier gewohnt. Auch Fritz ist Russlanddeutscher. Er blickt zurück auf Jahre voller Not. Alkohol und Gewalt in der zerfallenden Sowjetunion. Oft zählt nur das Recht des Stärkeren. Die Jugendliche, die
gelernt haben, einfach mal schon in diese harte Zeiten in der gesamten Sowjetunion zu überleben, für die war es ein Schock hier einfach mal. Die waren schockiert, die meisten. Wie soll man hier überhaupt leben? Was ist richtig? Was ist falsch? Und natürlich, wenn man nach Deutschland kommt, da ist man total durcheinander. Man will auch ein schickes Auto fahren, man will einfach mal feiern gehen und das Geld fehlt. Und dann gab es natürlich Fälle, wo man einfach mal sich einiges geholt hat, was einem nicht gehört hat. Das Thema Kriminalität von Russlanddeutschen ist heute keines mehr. Es war ein großes Thema in den 90er Jahren, wo der kriminelle jugendliche Spätaussiedler eine in den Medien und in der Gesellschaft sehr präsente Figur war. Wie weit verbreitet diese Kriminalität damals wirklich war, ist eigentlich bis heute schwer zu sagen, weil das statistisch auch immer schwer zu fassen war. Tatsache ist sicherlich, es gab Kriminalität, es gab insbesondere Jugendkriminalität, was ganz viel mit den sozialen Verwerfungen zu tun hatte, die diese Jugendlichen durchgemacht haben. Im milden Licht des Feuers beginnt das Grübeln. Was sind die Ursachen der Probleme? Liegen sie in der alten oder in der neuen Heimat? Ich habe rebelliert. Ich habe gegen meinen Stiefvater rebelliert und ich habe gegen meine Mutter rebelliert, weil sie ihn unterstützt hatte. Sie hat ihm geglaubt, nicht mir. Und diese Rebellieren, es geht weiter und zieht sich durch mein ganzes Leben. Und mit Alkohol konnte ich mich entspannen, sagen wir so. Also Probleme weg, trinken. Eine Rebellion, die ihn fast zerstört. Trotz mehrfacher Therapien. Igor braucht Jahre, um Deutsch zu lernen. Er fühlt sich isoliert. Ich habe nach 2 Jahren Wohnen in einer Wohnung das erste Mal meine Nachbarin über uns gesehen. Verstehen Sie? In Russland ist das nicht so. Man kennt einander. Es ist ohne Probleme, wenn ich zu meinen Nachbarn klopfe, von unten, von oben, gegenüber und sage, kannst du mir ein bisschen Salz geben? Das ist normal. Sergej Filbert, unterwegs im Raum Aschaffenburg. Bei seiner Arbeit an den Kaffeeautomaten sieht es so aus, als sei er angekommen in der Lebenswelt der Bundesrepublik. Er mag seinen Job, sein Chef lobt ihn. So gesehen eine gelungene Integrationsgeschichte. Eine von vielen, die Deutschlands Volkswirtschaft stärken. Hallo, guten Tag. Hallo. Bin wieder wegen eurer Kaffeemaschine da. Ja. Filbert ist beliebt bei Kunden, ein Kumpeltyp. Aber per Smartphone sind es nur ein paar Fingertipps vom Marktplatz am Main nach Moskau, dem Fixpunkt seiner politischen Ambitionen. Filbert zählt zu den Gründern des Vereins Druzhba, dessen Botschaft: für Freundschaft mit Russland und gegen die NATO. 2016 bricht ein Druzhba-Autokorso von Berlin nach Moskau auf. Hierzulande werden Filbert und seine Mitstreiter kaum zur Kenntnis genommen. Anders in Moskau. Dort würdigt die staatliche Nachrichtenagentur die NATO-Kritiker. Filbert übersetzt Grußadressen. Mit am Tisch Druzhba-Gründer Rainer Rotfuß, heute AfD. Und der Politrapper Uwe Schattauer. Samstagnachmittag bei Aschaffenburg. Mein Druck, mein Brat. Filbert begrüßt seinen Freund Schattauer. Und bei dir? Danke. Die Sonne lacht. Ja. Der Grill ist schon angeheizt. Filberts Eltern wohnen im selben Haus wie ihr Sohn. Schattauer ist gerade aus Kasan an der Wolga zurück.
Ihn stört, wie der Westen generell auf Russland blickt. Eine empfundene Arroganz und Ignoranz im Umgang mit Russland. Also von der Politik angefangen, den Medien, ein oftmals für mich so empfundenes, weil ich aus dem Osten komme, Herabschauen auf Russland. Der Russe, ja, ja, er säuft Wodka, Vorurteile. Also sprich, man kennt die Leute nicht, ihr Leben nicht, was sie führen, redet aber über sie. Das ärgert mich. Schattauer ärgert sich vor allem über die Medien. Sagen die dort, die Ursache für die Flüchtlinge ist der syrische Präsident Assad und die ISIS. Das ist die Ursache für die Flüchtlingswelle. Wollt ihr uns verarschen, verdammt nochmal? Niemand sagt in unseren gottverdammten Lügenmedien, in unserer verlogenen Mainstream-Scheiß-Staatshörigkeits-Kackpresse, sagt niemand, dass Amerika die Ursache allen Übels ist. Die amerikanische Außenpolitik. Niemand sagt das. Alle schweigen. Das Video macht Schattauer 2015 berühmt in Russland. Filbert hat den Clip auf seinem Kanal ins Russische übersetzt. Schattauers Hasstirade auf den Westen wird zum Renner im russischen Netz. Am Abend lief ich in den Nachrichten. Morgens habe ich das aufgenommen, um 11. Und dann abends war ich im russischen Fernsehen, in Nachrichten. Innerhalb von einem Tag, da siehst du Internet. Seit damals sind die beiden eine feste Größe im russischsprachigen Internet. Die russischen Luftangriffe auf syrische Städte sind für sie allerdings kaum ein Thema. Medina Schauber trifft ihren Parteifreund Georg Dege. Auch er ist Russlanddeutscher. Die beiden wollen im Internet der AfD Paroli bieten. Die AfD hat es auch sehr früh verstanden, wie man oder wo man Russlanddeutsche erreichen kann. Und ja, also da muss man auch ein Stück weit lernen aus diesem Prozess. Der Gegner ist schwer zu fassen und hat mächtige Unterstützung. Wir haben vor einigen Jahren bereits versucht, eine Online-Präsenz via Nakhlasniki speziell für CDU Wuhletal, also CDU Marzahn-Hellersdorf, aufzubauen. Und diese Seite ist uns dann ungefähr so 2016 gesprengt worden mit lauter rechtsgerichteter Propaganda von Anonymen, sodass wir uns dann gezwungen sahen, die Seite einfach zu löschen. Gegen das Heer von Hetzern, sagt Schaubert, sei mit Argumenten nicht anzukommen. Aktuell muss man leider gestehen, dass das Netz für uns oder beziehungsweise für sachliche Argumentation verloren ist. 2015. Die Flüchtlingskrise erschüttert das Verhältnis auch vieler Russlanddeutscher zu den Unionsparteien CDU und CSU. Die Grenzöffnung von Kanzlerin Merkel irritiert viele konservative Wähler. Die AfD profitiert. Auch viele Russlanddeutsche wenden sich ihr zu. Einer Partei, die Einwanderung ablehnt und gegen Überfremdung Stimmung macht. Ich heute hier, weil ich möchte weiter in Deutschland leben. Aber gut, schön leben, wie früher, wie 10 Jahre vor. Traditionell ist die CDU eigentlich bei Russlanddeutschen beliebt. Besonders Kanzler Helmut Kohl, der sich für ihre Aufnahme eingesetzt hatte. Das Tor nach Deutschland muss für die Russlanddeutschen offen bleiben. Bei der Bundestagswahl 2017 wählen nach einer Studie 15% der Russlanddeutschen die AfD. Das sind gut 2 Prozentpunkte mehr als die 12,6% in der Gesamtbevölkerung. In einigen Wahllokalen mit hohem Aussiedleranteil erreicht die AfD Werte von mehr als 30%. Anton Friesen schafft es 2017 in den Bundestag. Er ist einer von 2 russlanddeutschen AfD-Abgeordneten. Er findet es konsequent, dass Russlanddeutsche nicht mehr CDU wählen. Die CDU hat ihren konservativen Markenkern aufgegeben, sie hat das Christliche. Sie hat das Nationale, das Patriotische aufgegeben. Und deswegen bin ich sehr gerne bei der AfD, weil eben die AfD die einzige Kraft ist, meiner Ansicht nach, die eben diese Werte und diese Prinzipien nach wie vor vertritt. Prinzipien, aus denen die AfD plakative Kampagnen macht. Zur Kriminalität von Migranten, Kosten der Asylpolitik, Überfremdung.
Friesen trifft seinen Kollegen Jürgen Braun. Er will Friesen die Medienzentrale zeigen. Als parlamentarischer Geschäftsführer ist Braun mit 6 Mitarbeitern auch für Social-Media-Inhalte der Fraktion zuständig. Ein Post zu Russland steht an. Das ist jetzt hier, da geht es um Russland-Sanktionen und das passt natürlich insofern zu unserem Thema. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland waren schädlich und das bekräftigt hier Alexander Gauland in einer aktuellen Pressestellungnahme. Und da geht es darum, dass Polizisten und Soldaten eigentlich nur noch AfD wählen. Pauschale Vereinfachungen? Stimmung machen? AfD-Mann Braun sieht das anders. Aber man muss ja Eyecatcher bieten. Man muss ja dafür sorgen, dass die Menschen da hinschauen. Und dazu gehören markante Bilder plus eben eine kleine Schlagzeile, die eben auch Interesse weckt. Und dann wissen wir auch, dass die Leute sich dafür interessieren. Auch Anton Friesen ist im Netz aktiv. Für Spätaussiedler auch auf Russisch. Ja, ich habe hier einen Mitarbeiter, der auch mein wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, der sich auch unter anderem neben sehr vielen anderen Themenbereichen auch um die russischen sozialen Netzwerke kümmert. Das machen wir in schöner Regelmäßigkeit, sowohl auf Deutsch als auch auf Russisch. Ein Video, in dem Friesen höhere Renten verspricht. Ein Thema, das auch Valeri Bersuch betrifft. Die Berliner Schrebergarten-Idylle lässt vergessen, dass viele Russlanddeutsche mit Sorge in die Zukunft blicken. Die Bersuchs putzen eine Schule. Harte Arbeit mit mäßigem Verdienst. Arbeitsjahre im Ausland zählen bei nicht-deutschstämmigen Ehegatten gesetzlich nicht bei der Rentenberechnung. Das trifft auch Valeri Bersuch. Meine Frau hat den Arbeitszeit aus Kasachstan, die hat auch bestätigt gekriegt. Und die zählt mit, aber bei mir nicht. Frau Bersuch, dann sind Sie besser dran. Genau. Ja. Bei mir ja, aber ich muss noch lange arbeiten. Noch. Das ist im Prinzip große Probleme hier bei russischen Deutschen. Die Angst vieler Russlanddeutscher vor Altersarmut, die ist präsent und die hat Gründe. Früher wurde den Spätaussiedlern ihre Arbeitszeit in der ehemaligen Sowjetunion voll zu 100% angerechnet auf die deutsche Rente. Später, in den 90er Jahren, wurde dieser Betrag gedeckelt. Die Folgen zeigen sich im Anstieg der Sozialhilfequote. Sie liegt bei Russlanddeutschen deutlich über dem Bundesschnitt. Schokolade gilt als Nahrung fürs Gemüt. Das süße Sortiment russischer Supermärkte ist eindrucksvoll. Auch Medina Schaubert kauft hier ein. Das sind irgendwie die Lieblinge aus der ehemaligen Sowjetunion und ich nutze immer wieder die Gelegenheit, meinen persönlichen Vorrat hier nochmal aufzustocken. Das sind wirklich die besten. Es gefällt Schaubert überhaupt nicht, dass unser Kamerateam auch das Wodka-Regal dreht. Die Vorurteile über den Schnapskonsum mag sie nicht. Tatsächlich trinken die Deutschen statistisch mehr Alkohol als die Russen. Von der Supermarktkette erfahren wir, dass die Kunden hier inzwischen weniger, aber teureren Alkohol kaufen. Dadurch steige der Umsatz. Einer, der weiß, was Russlanddeutsche mögen, ist Arthur Steinhauer. Steinhauer ist Mitinhaber des Handelskonzerns Monolith bei Köln. Nicht der Alkohol macht den Erfolg. Milchbereich. Handgeschöpfter Quark, was in Deutschland schon längst vergessen ist. Leider. Steinhauer ist Russlanddeutscher, genau wie seine beiden Mitgesellschafter. Sie machen 300 Millionen Euro Umsatz in 300 Märkten, europaweit. Das ist ein typisch russisches Produkt,
Ryazhenka, das ist so ein Joghurterzeugnis, wird im Ofen erhitzt und dann wird es reif und wird produziert in Schleswig-Holstein. Der Topseller kommt aus der Dose. Es ist vom Umsatz noch immer Nummer 1 vom Betrag, ist gezuckerte Kondensmilch. Und davon kaufen wir im Jahr 150 Lkw. Und das nur in Deutschland, 150 Lkw. Steinhauer redet Deutsch nur für die Kamera. Ansonsten hört man in der Halle Russisch. Es geht um Bierkartons, die schlecht platziert sind. Die Dominanz der russischen Sprache unter Spätaussiedlern ist mit fast 90% noch immer hoch. 61% haben muttersprachliche Kenntnisse, 27% sprechen fließendes Russisch. Deutsch ist mit 21 und 43% deutlich schwächer. Nur in einem Viertel der Aussiedlerhaushalte wird ausschließlich Deutsch gesprochen. Russisch ist bei uns in der Firma Amtssprache. Kein heimischer Deutscher, kein Türke, das war es noch nicht. Nur Aussiedler. Junge Russlanddeutsche allerdings meiden Jobs als Fahrer oder Lageristen. Steinhauer sucht jetzt auch russisch sprechendes Personal in Lettland oder Litauen. Russlands Präsident Putin zeigt sich gern in imperialer Inszenierung. Der Anschein des starken Staates. Viele Russlanddeutsche schätzen das. Hin und her gerissen zwischen Putin und Deutschland. Die Ansichten gehen auseinander. Ich bin gegen Putin-Politik, weil Putin hat nichts für sein Volk gemacht. Nichts. Politisch, wirtschaftlich, gesetzlich. Ich bin Putin nie persönlich begegnet, aber ich empfinde ihn als eine sehr starke Persönlichkeit. Und ich glaube, dass es genau das ist, was die Menschen, nicht nur die Russlanddeutschen in diesem Land, sich wünschen. Starke Persönlichkeiten in der Politik. Warum ganz viele Aussiedler den Putin so attraktiv finden? Weil er durch die russischen Medien als Macher dargestellt wird. Als Mensch, der sich wirklich um sein Land kümmert. Nicht so wie unsere Regierung. Ja? Ob das jetzt stimmt oder nicht, das werden wir so hinstellen. Ja? Es ist egal. Findet man die Putin-Politik gut oder nicht, wenn es um Russland geht, um deine ehemalige Heimat und du bist trotzdem verbunden durch die Sprache, durch die Kultur, vor allem die ältere Generation, die dort ihr Leben verbracht haben, bist trotzdem verbunden. 2 Millionen Deutsche mit russischen Wurzeln. Viele fühlen sich wieder fremd in der neuen Heimat. Also vor 7, 8 Jahren hätte ich Ihnen vielleicht noch gesagt, ja, diese emotionale Integration ist eigentlich ganz gut gelungen. Da hat sich aber eben seit 2016, insbesondere seit dem sogenannten Fall Lisa, seit diesem ganzen Diskurs über die Russlanddeutschen als angebliche AfD-Wähler, hat sich da dann doch wieder einiges verschoben. Und da sind auch alte Wunden gewissermaßen wieder aufgebrochen, wo man jetzt sagen muss, ja, die emotionale Seite der Integration ist doch wieder etwas prekärer geworden, als sie es vielleicht schon mal gewesen ist. Zurück im Garten der Filberts. Ein Lied aus Russland. Es handelt von Mähdrescherfahrern. Eine Ode an echte Kerle. Männer, die stolz auf Russland sind. Es wirkt wie aus der Zeit gefallen. Wohin führt der Weg der Russlanddeutschen? Aufstiegswille und Selbstbewusstsein sind Merkmale auch der jungen Generation. Die Sympathien für die alte Heimat führen in ein Spannungsfeld, das wohl noch länger bestehen wird. Zwischen jenem Land, das sie verlassen haben, und der neuen fremden Heimat, in die sie aufgebrochen sind.